Es hat ja schon bei den letzten Sitzungen des Untersuchungsausschusses genügend Dinge gegeben, die Anlass zur Vermutung geben, dass diese Soko-Tape ja in Wahrheit weniger eine aufklärende Ermittlungsbehörde ist als eine Art Verschleierungseinrichtung der Österreichischen Volkspartei im Bundeskriminalamt. Denn diese Geschichten mit den Kopien, die nicht lesbar sind, und es ist immer interessant, was nicht lesbar ist, es ist zufälligerweise der Name des ÖVP-Parteivorsitzenden, der in einem Kalendereintrag nicht lesbar ist, das ist nur ein solches Beispiel dafür, das mich nicht daran glauben lässt, dass man da nur schlampig ermittelt hat oder beim Kopierer nicht die richtige Graustufe gefunden hat, sondern dass dort systematisch im Sinne eines tiefen Staates zugunsten der Österreichischen Volkspartei manipulativ ermittelt wird. Dieser Verdacht steht im Raum und dem ist entsprechend nachzugehen. Und da wird man sich nicht nur die Soko-Tape genauer anschauen müssen, sondern auch den Herrn Nationalratspräsidenten Sobotka. Das versteht ja kein Mensch. Beim BVD-Ausschuss hat er sich selber noch als befangen erklärt. Jetzt hängt er quasi mit Händen und Füßen in einem Netzwerk der Novomatic drinnen. Da gibt es ja ein regelrechtes Personalkarussell zwischen Novomatic und dem Herrn Sobotka. Dann hängt er im Alois-Mock-Institut mit bevorzugten Verantwortung Veranstaltungsort Novomatic Forum drinnen und jetzt verweigert er auch noch das Video anzunehmen unter der Benutzung von fahrlässigen Ausreden. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, dieser Herr Sobotka ist kein objektiver Vorsitzführender dieses Ausschusses. Ich habe eher das Gefühl, das ist der Cleaner, der Tatortreiniger der ÖVP an der Spitze des Untersuchungsausschusses und da werden wir auch nicht locker lassen, auf diese Problematik hinzuweisen.